So, ich stehe hier in St. Margaret's Bay und dieses weiße Haus, was man hier sieht, darin hat Ian Fleming damals seine James Bond Bücher geschrieben. Also ein historischer Ort, kann man sagen. Und wie komme ich jetzt von James Bond auf die Kindheit der meisten Menschen? Na, sagen wir es mal so, aus James Bond ist etwas geworden. Und was hören wir oft von unseren Eltern in unserer Kindheit? Schau das, was aus dir wird. Junge, schau das, was aus dir wird. Mädchen, schau das, was aus dir wird. Und was impliziert das eigentlich? Das heißt für das Kind im Prinzip, ich bin noch nichts. Aus mir muss erst was werden. Ich muss also gut in der Schule sein, gute Noten nach Hause bringen. Ich muss einen guten Job haben. Ich muss irgendwann mal einen Partner haben und möglichst meinen Eltern Enkel zeugen, damit sie sich an den Enkeln erfreuen können. Oder ich muss gucken, dass meine Großeltern nicht enttäuscht von mir sind. Ich muss brav sein. Ich muss ein liebes Mädchen, ich muss ein lieber Junge sein. Ich soll mich der Gesellschaft anpassen und das tun, was man eben tut. Und das machen Eltern unbewusst. Sie können nichts dafür, dass sie in der Kindheit uns dahingehend konditionieren, dass sie sagen, Junge, wenn du keine guten Noten nach Hause bringst, dann kriegst du keine Liebe von mir. Und wenn du dich nicht anstrengst, dann entziehe ich dir meine Aufmerksamkeit und so weiter. Das heißt, es ist immer an gewisse Vorgaben gekoppelt. Also als Kind lernt man sehr schnell, dass man irgendwas tun muss, um etwas zu bekommen. Und man lässt diese komplette kindliche Unbekümmertheit, diese Spontanität, die man noch als Kleinkind hat, irgendwann über Bord und geht hoch in seinen Verstand und versucht alles mit dem Verstand durchzudenken, weil man immer aufpassen muss, dass man genug Liebe und genug Aufmerksamkeit erhält. Man wird also abgeschnitten von seinem tiefen, wahren Ich, das bereits erfüllt ist. Der Verstand überlagert das sozusagen, obwohl es immer noch da ist. Aber durch diese ganze gesellschaftliche Konditionierung, schau das, was aus dir wird, bring mir gute Noten nach Hause, Junge, und so weiter. Dadurch wird das alles überlagert. Und das ist ein großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben, denn die Leute werden dann auch als Erwachsene nie Zugang haben zu dem tiefen, erfüllten Ich, was tief drin ist, was quasi schon lange Jahre überlagert wurde vom Verstand. Und die Leute wollen dann immer äußerliche Stimulation. Das heißt, sie streben dann immer nach irgendeinem Partner, der sie erfüllen soll. Oder sie streben nach irgendwelchen Dingen, die sie kaufen können. Nach Materialismus, nach schnell Autos, nach Anerkennung, Erfolg im Beruf, viel Geld, viel Frauen, sagen wir mal, ein großes Haus oder irgendwie gut in Urlaub fahren und anderen zeigen, wie viel man hat und so weiter. Also es wird auch in dem Erwachsenenalter immer weiter darum gekämpft, quasi Anerkennung von außen zu bekommen und diesen Materialismus zu erhalten. Und da aber die Welt der Form, also die Welt, die oberflächliche Welt, ein Kreislauf aus Entstehen und Vergehen ist, wird man damit nie zufrieden und glücklich, aber man ist immer abgeschnitten von seinem wahren, tiefen Ich. Und man muss versuchen, diesen Materialismus, dieses Äußerliche als Grundprinzip des inneren Glücks zu überkommen und mehr wieder zu seinem Inneren zurückzukommen, zu seiner inneren Tiefe. Und wenn man das nicht schafft, wird man immer von diesem in dieser Formwelt aus Materialismus, wird man immer wieder Glück und Unglück erfahren. Man wird immer wieder denken, oh, jetzt habe ich etwas erreicht und merkt dann, dass es doch nicht zufriedenstellend ist. Weil im Prinzip es nicht das wahre, erfüllende Ich ist, was hier nach etwas strebt, sondern nur der oberflächliche Verstand, der irgendwie immer etwas Neues bekommen will und dann immer noch nicht zufrieden ist, sozusagen. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.